Hi Leute, weiter geht's mit Starfield. In der letzten Folge sind wir ein bisschen hin und her geschiftet. Und wisst ihr, an welche Fernsehserie mich das erinnert hat? Vielleicht kennt es ja noch einer von euch. Sliders. Da sind die auch von einem Universum ins andere immer gereist. Und das hieß Sliders. Wir sind halt geschiftet von einem Universum ins andere hier. Bevor es weitergeht, der gute Manfred hat uns wieder mal einen Tipp gegeben. Und zwar hat er unter einem Video geschrieben, ich glaube, ich hatte mich irgendwann mal beschwert, warum unser Anzug, unser Raumanzug auch auf ganz normal einen Planeten oder Raumstation, wo wir eine normale Atmosphäre haben und nichts Giftiges ist, angezeigt wird. Hier unten hat er gesagt, müssen wir da drauf gehen, also unser Inventar, dann auf Anzüge und dann Anzug in Siedlung verbergen. Ja, was war auch eingestellt? Ich habe nicht drauf geachtet. Anziehung in Siedlung verbergen. Wir lassen es jetzt mal so eingestellt. Wenn wir denn die wenn wir den Anzug dann immer noch irgendwie sehen sollten, mal, dann müssen wir es hier ausstellen. Aber falls einer das von euch auch noch nicht wusste, hier gibt es das zu sehen. Jetzt ist es. Also ist die richtige Einstellung. So. Wo ist jetzt hier das Teil? Hier. Dann. Sind wir wieder in dieser Albtraumwelt. Auf zum Elevator. Nishina. Forschungsebene. Da wollen wir hin. Zerrung kalibrieren. Kommen wir da jetzt wieder zurück? Wollen wir das mal testen, Leute? Komm, wir machen das mal. Sicherheitsabriegelung aktiv. Notfallüberbrückungen sind an bestimmten Sicherheitsterminals verfügbar. Krass. Kann man zwischen den Universen hin und her zappen. Sperrenmeister, Scheibenkleister. Wir sind doch kein Meister. Aber ganz einfach. Hier gibt es ja so eine Verzerrung. Wie sieht es denn hier aus? Seht ihr? Da ist es offen. Offen, aber hier gibt es Viecher. Hört das? Ah, das war die Schlüsselkarte hier. Okay. Hier ist wieder alles versperrt. Dann lass uns ins andere Universum wieder gehen. Na gut, aber hier ist auch alles versperrt. Das ist. Ach, da brauchen wir die Schlüsselkarte. Okay. Das ist schon nett gemacht. Jetzt geht's nach unten. Hier geht's nicht weiter, Leute. Dann nehmen wir eine Verzerrung, würde ich sagen. Hat irgendwas auf uns geschossen? Es klang so. Safe. Da ist noch ein Safe intakt. Waffenkoffer. Da ist aber nichts drin. Ja, wir lassen den Safe safe sein. Ja, hier ist alles kaputt. Wir haben es verstanden. Dann lasst uns mal. Oh, hier kommen wir auch nicht hin. Da müssen wir in das andere Universum irgendwie wieder zurück. Genau.
Die ist noch intakt. Das ist schon cool gemacht, ey. Sowas macht mir Spaß. Sicherheitssystem. Geschützsteuerung. Geschütze aktivieren. Standard, naja gut, wir lassen das hier auf Standard. Die Geschützsteuerung, Robotersteuerung brauchen wir jetzt nicht. Alarmsteuerung, Sicherheitssystem. Abriegelung, Überbrücken, Anlagenbereich. Erreicht das Labor. Machen wir. Ach so, Scheibenkleister, ich verstehe. Das hätten wir nicht machen sollen. Wartet. Freund-Feind-Kennung. Robotersteuerung. Standard. Aktuellen Nutzer schützen, genau. Und ebenso die Geschützsteuerung. Geschütze deaktivieren. Boah, das wäre fast schief gegangen. Hab ich überhaupt nicht mehr realisiert hier. Wo müssen wir hin? Nach da. Hier ging es aber nirgends lang, oder? Wartet mal. Doch. Hier ging es auch noch lang. Sicherheitsabriegelung aktiv. Notfallüberbrückungen sind an bestimmten Sicherheitsterminals verfügbar. Lass uns einfach rübergehen. Überbrücke die Abriegelung. Das was? Ja, hier geht's nicht weiter. Wir hatten das doch aber ausgeschalten. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Erleide Schade, Systeme versagen, massive Schäden. Versteht ihr das? Wir hatten das da ausgeschalten. Oder ist das jetzt. Wartet mal, nö, das ist noch das intakte Universum. Muss ich jetzt nicht ganz verstehen, warum die uns jetzt hier angreifen. Kommen wir nicht durch. Endgegner. Hallo? Oh, wieder geil. Direkt vor uns aufgetaucht, so ein Level 25er oder was das war. Da hinten. Muss mal hin. Aber da kommen wir doch nirgends hin, oder? War das nicht so?
jetzt. Ja, jetzt kommen wir hin. Diese hässlichen Viecher. Immer schön im Rücken dann aus dem Erdboden rausgraben. Aber jetzt haben wir es. Also gefunden erstmal hier. Giftgas. Mhm. Irgendwo ist noch so ein Vieh. Aber ja, kümmern uns jetzt erstmal hier rum. Die China Putzkammer Schlüsselkarte. Aha. Hallo? Ich hab Pau gedrückt. Wieder rüber sliden. Hier kommen wir nicht weiter. Rüber shiften. Da. Scheibengleis, hier ist auch alles zu. Wartet mal. Da drüben müssen wir hin. Ach hier, clean, Putzkarte. Hä? Hatten wir uns die nie geholt? Wartet mal. Ich bin verwirrt. Wir haben doch die Schlüsselkarte für den Putzraum oder sowas. Hier ging es ja nicht weiter, oder? Genau. Das ist ja Mist. Habe ich irgendwas übersehen? 100 Pro. So eine große Auswahl gibt es halt nicht mehr. Gut, müssen wir hier hoch. Wo denn? Da. Krämpfe haben wir. Aha. Müssen irgendwie nach unten. Hier ist das alles kaputt. Jetzt mit der Schlüsselkarte sollten wir eigentlich reinkommen hier irgendwo, oder? Wartungstunnel. Da nehmen wir einen Medipack. Ich bin ein bisschen verwirrt jetzt hier. Also sprich mit Sarah morgen. Nee, jetzt nicht. Wir müssen hier rüber. Wartet. Überbrücke die Abriegelung des Beschleunigerbereichs. Ja, wir kommen halt bloß nicht dahin. Da drüben ist es. Ah, hier ist die Putzkammer. Oh. Trauma-Pack. Und jetzt geht's rüber. Ah.
Hier sind wir ja durchgekommen im anderen Universum. Ja, geht doch. Ich krampfe Nerven. Wir haben doch bestimmt irgendwas gegen Krämpfe dabei. So viel Zeit muss sein. Sagt jetzt nicht, wir haben nichts gegen Krämpfe dabei. Muskelrisse. Gibt's da nicht. Muss da irgendwas gegen Krämpfe dabei sein? Heilt Infektionen. Schlangenöl. Nö. Echt nichts gegen Krämpfe dabei hier. Vergiftung. Schwere Vergiftung. Innere Blutung. Ja, komm, dann lass mal was gegen die Vergiftung nehmen. Wir haben doch bestimmt irgendwas gegen die Vergiftung dabei. Krieg ich ja gleich Panik hier, nicht mal so noch drauf gehen. Aber ich glaube, ich habe auch nichts gegen Vergiftung gelesen, oder? Brennung, Erfrierungen. Wir haben echt nichts gegen Vergiftung dabei, Leute. Ich dreh durch. Dann hätten wir uns mal heilen lassen sollen. Ach doch, hier. Wird verwendet, um den Körper von Toxinen zu befreien. Schlangenöl. Ich hab's doch gewusst, dass wir noch was dabei haben. Ursprünglich als Kartermittel entwickelt. Aha. So. Jetzt müssen wir halt bloß wieder ins andere Universum, weil hier ist es kaputt. Nee, halt, stopp. Nee, wieder zurück. So, und hier müssen wir jetzt die Verzerrung nehmen, genau. Die Vergiftung hat mich ein bisschen benebelt. So, passt. Was ist denn los? Wow, MK3-Geschütz. Stufe... Ja, Stufe 3 halt. Ne, Stufe 20. Überwachungskamera. Sicherheitssystem. Schaden an der Anlage erkannt, mehrfaches Systemversagen registriert, Explosion im Hochenergieforschungslabor. Abriegelung überbrücken. Jetzt wird's überbrückt. Und das war's. Jetzt müssen wir da hoch. Der Feind entzieht sich meinen Sensoren. Okay, hier ging es allen Anschein nach nicht raus. Hier. Aktiviere Kampfprotokoll. Kann nicht. Reparatur nicht möglich. Schaden. Alle Systeme. Das verstehe ich, wie gesagt, trotzdem nicht ganz. Weil das hatten wir umgestellt, dass die uns hier angreifen. Bist du da? Ich. Katastrophale Schäden. Ja, nee, ist klar.
Ich bin drin, greife auf 50 Computersysteme zu, haben wir gemacht. Überbrückt, erreiche das Labor. Immer wieder neue Gegner. Kämpfen uns halt durch. Dahin, Leute. Habt ihr euch den Weg gemerkt? Ich nicht. Ah, sieht gut aus. Oder auch nicht. Kaputt. Wir können ja auch mal wieder das Universum wechseln. Mal schauen, wie es da ausschaut. Ah, nee, hier sind wir da auch schon lang. Komm, wir wechseln das Universum. Ganze Geschäfte. Du weißt ja nicht mal, wo es lang geht. Ich habe komplett den Überblick verloren, gebe ich ehrlich zu. Okay. Also, was erreiche das Labor? Suchen wir. Wo ging das zum Labor? Müssen wir den ganzen Weg zurücklaufen? Vor allem, das ist ja ganz schön weit weg. Seht ihr ja. Wir müssen erstmal wieder komplett woanders hin. Würde ich sagen. Wir laufen im Kreis. Exit. Das sieht doch schon mal gut aus. Denke ich. So. Elevator? Ja. Nö. Halt, wartet mal. Genau, wir sind doch von dem kaputten Universum. Ja, da ging der Elevator noch. Aber müssen wir da auch lang? Denn das sagt, wir sollen nach unten. Sind jetzt noch im kaputten Universum. Okay. Da kommen wieder Viecher. Ist alles versperrt. Da gibt es nur. Nee, hier geht's auch noch lang. Kommen wir hier durch? Nö. Gut. Dann lasst uns mal wieder in das andere Universum wechseln.
Mann, Mann, Mann. Ich irre ja bloß noch komplett sinnlos rum, ey. Ja. Medipack nehmen. Wenn wir nach unten gehen. Wir gönnen uns mal das Trauma-Pack. Wartet mal. So, hier ist alles verschüttet. Lasst mal so eine Verzerrung nehmen. Wo bist du denn? Wo ist denn die nächste Verzerrung? Hier. Und ist hier auch alles... Ja, hier ist er noch mehr verschüttet. Massive Schäden. Der Weg ist in beiden Universen verschüttet. Die wollen uns veräppeln hier, oder? Aber hier geht's runter. Irgendwie kommen wir hier nicht weiter. Was ist denn das hier? Langsam nervt's. Kommen wir da hin? Was für ein Mist. Fahren wir uns ja immer weiter weg, ja. Nicht runterfallen. Komm, zieh dich hoch. Ja, nee, ist klar. Ja, jetzt sind wir wieder bei dem Elevator. Sind wir doch komplett falsch. Oder vielleicht müssen wir den Elevator nehmen? Wartet mal. Und vielleicht von dort aus dahin zu kommen. Aber dann würde hier doch ein blauer Punkt da stehen. Wisst ihr? Schicken wir uns wieder zurück. Oh. Ja, wenn er jetzt sagt, ja, wieso hast du den Weg nicht gemerkt? Leute, wir sind hier kreuz und quer durch irgendwelche Kalibrierungspunkte durchgeschliftet.
von einem Universum ins andere, da kannst du schon mal, glaube ich, den Überblick verlieren. Also, nochmal von vorn. Hier geht's in dem Universum nicht weiter, dann lasst uns einfach die Verzerrung nehmen. So. Es bringt jetzt auch nichts, irgendwelche anderen Verzerrungen zu nehmen, oder? Weil um hier weiterzukommen, müssten wir irgendwie da lang kommen. Aber da geht's nicht lang. Das ist halt das Problem, wartet mal. Dass in beiden Universen hier der Gang versperrt ist. Am Ende haben wir irgendwas Kleines übersehen. Ich ahne das doch schon. Hier entfernen wir uns von dem Labor. Okay. Also nochmal. Nehmen wir die Verzerrung. Und der Weg ist hier oben ja noch schlimmer versperrt als im anderen. Kommen wir denn hier weiter? Nö. Da wird man sich denn. Ja, da wird man. Irre. Also ich jedenfalls. Gibt's da gar nicht. Alles versperrt. Und hier ist wieder dieser Aufzug. Was ist denn damit hier hinten? High Energy Research Lab, ja, schön. Am Ende müssen wir trotzdem den Aufzug nehmen. Aber der blaue Punkt sagt nein. Nichts da. Ich laufe noch komplett ohne Plan durch die Kante. Merkt ihr sicherlich. Hier ging es irgendwie nicht mehr weiter. Das war da so. Da waren wir. Von hier sind wir doch gekommen. Alter Verwalter. Nee. Hier war ja der Ausgangspunkt. Wartungstunnel. Das ist versperrt hier, der Weg. Lasst mal die Verzerrung nehmen. Ja, hier ist ja noch mehr eingestürzt, aber wartet mal. Hier können wir uns wahrscheinlich durchkämpfen. Hm? Die wollen doch, dass wir hier durchgehen. Ja, wechsel doch mal deine Waffe. Munition nachladen. Alter Schwede. Jetzt haben wir den Weg, Leute. Hoffe ich doch mal.
oder auch nicht. Aber halt, stopp. Hier gibt's eine Verzerrung. Ich nehme alles zurück. Silbervorkommen. Schön. Für das Silbervorkommen. Die machen mich schwach, ey. Jetzt sind wir wieder in dem ganzen Universum. Was ist denn das für ein Weg? Nix. Dann lasst nochmal in das kaputte Universum gehen. Kurzzeitig, wir waren auf dem richtigen Weg, aber jetzt denke ich es eigentlich nicht mehr. Halt, wartet, doch. Ja, nein, vielleicht. Aha. Verzerrung nehmen. Jetzt sind wir wieder im ganzen Universum. Alter Schwede, nee. Ich gehe mal wieder in die falsche Richtung. Ich nehme katastrophale Schäden. Medipack. Nachladen. Wir sind nur noch wenige Meter entfernt. 10 Meter. Hier geht's nicht weiter. Aber hier gab's eine Verzerrung. Nehmen wir die mal. Hier geht's ja noch weniger weiter. Ich habe jetzt keinen Bock, irgendwas zu entsperren. Ich will ja endlich das schaffen, Mann. Also wieder zurück. Storage. Wir kommen halt da nicht hin. Es muss doch einen Weg dahin geben. Hier gab's weiter zu einem Digi-Dietrich. So kurz vorm Ziel, das kann doch nicht euer Ernst jetzt sein, ja. Geh auf, du blödes Teil. Wir sind so kurz vorm Ziel. Medipacks her. High Energy Research Lab, genau. Dort muss man hin. Wir sind so kurz davor. Lass nochmal in das andere Universum wechseln. Vielleicht haben wir wieder was übersehen. Kannst du nur draufhalten. Das war eine Meute.
wollen, dass wir wieder hier durchgehen. Durch das gebrauchte Universum. Ja, das wollten die. Noch irgendwas existent? Noch wäre hier so eine Schrot-Energiewaffen-Schussmunition, das abhaben will. Leute, ich glaube, wir haben es. Oh Gott. Nicht zu früh freuen. Ja. Oh. Brückungen sind an bestimmten Sicherheitsterminals verfügbar. Überbrücke die Abrückung des Lagerbereichs. Überbrücke hier. Lagercomputer. Erreiche das Labor. Das versuchen wir doch schon die ganze Zeit. Ach ne, jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg zurückgehen, oder wie? Warte mal. Ja, nee, ist klar. Die hässlichen Viecher, Mann. Also, ein kleines Etappenziel haben wir jetzt geschafft. Was schießt nach uns da? Oh, Medi. Geschütz. Es bringt AP, Leute. Wir denken positiv. Von hier waren wir gekommen. Wir müssen nach da oben. Nach wie vor erreiche das Labor. Wir versuchen es. Die ganze Zeit. Kontrollraum. Nee, wir müssen nach oben gehen. Stairs, hier geht's nicht lang. Lasst mal das Universum wechseln. Wie sieht's denn da jetzt aus? Hier oben. Seht ihr? Da ist offen. Aber jetzt müssen wir auf die Skorpione wieder aufpassen. Deaktiviere die Sperrschalter. Oder wechsle das Universum. Alter Schwede. Schießt doch nicht mit euren komischen Samen oder was das ist. Sind wir vergiftet? Noch nicht. Oh Gott, schaut mal die ganzen Viecher, ey. Geht auch langsam die Munition aus. Seht ihr das? Existiert da noch was? Nö. Doch. Alter Schwede. Leute, es ist... Die Zeit ist schon um. Was ist das für eine Mission hier? So lang, Mann. Ein Tiefbohrer. Nee, wollen wir jetzt nicht nehmen hier. Irgendeinen Tiefbohrer oder was. Wir könnten auch das Universum wechseln. Das Ding ist aber... Da werden uns die Roboter doch bestimmt schon erwarten. Ja, da haben wir die Wahl. Sag ich mal. Wollen wir das Universum wechseln? Schreibt es mal in die Kommentare. Wollen wir gegen Skorpione oder gegen Roboter und Geschütztürme kämpfen? Aber das ist jetzt, da hat man jetzt wenigstens, also das sehen wir ja hier. Nicht mehr sinnlos im labyrinthartigen Forschungsaußenposten rumrennen. Ich würde sagen, wir kämpfen uns durch die Bugs durch. Denn, ihr wisst, nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Aus welchem Film ist das? Schreibt es mal in die Kommentare rein, Leute. Und denkt bitte dran, Däumchen nach oben, was in die Kommentare. Und ganz, ganz wichtig, Abo da lassen, Motivation für den YouTuber hier. Wir sehen uns nächste Woche wieder, da geht's weiter. Ganz schöner Cliffhanger, ich weiß, aber das hat halt auch ganz schön lange gedauert hier. Diese Mission.
Bis nächste Woche. Bye bye. Euer Sahadu.